Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und heiße dich ganz herzlich willkommen zu deinem Piraten-Guerilla-Podcast von Seeon im Zeichen des Guten. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Frequenz sprechen, über die Kraft deiner Schwingung und wie du sie beeinflussen kannst, wie du sie verändern kannst, wie all das, was dich umgibt, was du erfährst, was um dich herum passiert, beziehungsweise wie du darauf reagierst und es wahrnimmst, mit deiner Schwingung zu tun hat, mit deiner Frequenz. Und ich habe in den letzten 28 Tagen 28 Live-Videos gemacht auf Instagram zum Thema Dankbarkeit und möchte heute auch so ein kleines Best-of nochmal rausgeben für all die, die das nicht sehen konnten und nicht dabei waren, damit es euch auch nicht vorenthalten wird. Und habe wunderschöne kleine Übungen aus diesen 28 Tagen und natürlich viele weitere dabei. Dich erwartet ein Song, eine Meditation, eine schöne Überraschung, ein kleines Gewinnspiel und vieles, vieles mehr. Also lehn dich jetzt ganz entspannt zurück. Lass vielleicht geschehen, dass deine Schwingung sich von selbst anhebt und du dich freust, dass deine Frequenz gleich auf einem höheren Level ist. Was cool ist, weil die Welt dich in höherer Frequenz braucht. Und so wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge zum Thema Frequenz. Schön, dass du da bist. Ich habe mein neues Album gerade ganz frisch aus dem Mix bekommen. Das bedeutet, es wurde im Tonstudio fertig gemischt und steht jetzt kurz vor dem letzten Schritt, vor dem Mastern. Und es ist super, super cool, weil ich jeden Tag, wenn ich diese gemischten Songs höre, Gänsehaut bekomme und mich so, so freue. Und es gibt einen Song auf dem Album, der trägt den Titel Transzendenz und eine Zeile davon lautet: Die Essenz von angewandter Transzendenz ist, dass du siehst, was alle sehen, aber anders denkst. Und diesen Satz kannst du auch ganz wunderbar auf die heutige Folge übertragen. Die Dinge, die dich umgeben, die in der Außenwelt, in der Gesellschaft jetzt sichtbar sind, sind wie sie sind, aber du entscheidest, wie du darauf reagierst, wie du darüber denkst und was du daraus machst. Und das hat sehr viel mit deiner Frequenz und deiner Schwingung zu tun. Wir denken nämlich sehr häufig, dass wir der Umwelt und der Gesellschaft und dem, was um uns herum passiert, nonstop ausgeliefert sind und nur noch darauf reagieren können und vergessen sehr oft, dass wir agieren können und dass das, was aus unserer eigenen Aktion heraus entsteht, aus der inneren Aktion, aus dem Prozess der Veränderung deiner Schwingung, sehr viel dienlicher ist und dass das die Welt, deine Umwelt, deine Beziehungen, all das heilen kann und wird. Und deshalb diese Folge, deshalb dieser Gedanke dazu. Letztendlich ist fast alles, was ich tue, unter diesem Motiv. Ich möchte mit meiner Musik deine Schwingung verändern, mit meinen Büchern, mit meinen Podcast-Folgen, mit all dem, was ich kreiere. Und ich habe gerade wieder sehr viel kreiert. Ich habe das Album fertig. Das Album kommt im Mai raus. In einer Woche fliege ich nach Mexiko, beziehungsweise bin schon da und nehme die Musikvideos dazu auf. Das Album wird den Titel Die Kraft der Wunder tragen. Und jeder Song handelt auf einer gewissen Ebene von einem Wunder und von einer Art, wie du das Leben als Wunder erkennen und verändern und beeinflussen kannst. Dann schreibe ich gerade meinen ganz großen Roman, der im Übrigen eine riesengroße Berufung und ein fantastisches Feld für mich ist. Ich fließe da jeden Tag 3-4 Stunden komplett rein. Er ist schon über die Hälfte fertig und wird ein sehr, sehr, sehr großes, wenn nicht gar das größte Projekt, das ich je gemacht habe. Für mich persönlich eines der wichtigsten und schönsten Dinge.
Und was jetzt bereits schon fertig ist, und es dient eben auch deiner Schwingungserhöhung so schön und ist so gut, ist mein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe mit Tobias Kunert und CP Wonner ein Tagebuch für Dankbarkeit und Selbstbewusstsein kreiert. Ein Übungsbuch, in dem du selbst als Praxisbuch viel reinschreiben kannst. Wir haben 120 Gramm dickes Papier und du kannst deine Erfolge, deine Dankbarkeit begleitet durch Übungen von uns notieren und bekommst so einen Leitfaden, wie du dein Leben mit diesem Kompass, mit diesem Leitfaden ausrichten kannst und das Schöne jeden Tag aufs Neue golden einrahmen und bewusst wahrnehmen lernen kannst. Und diese Folge hier soll wie eine kleine Ergänzung, eine schöne Einladung, eine gereichte Hand dazu sein. Denn all das, was ich gerade genannt habe, verändert deine Schwingung zum Positiven, zum Konstruktiven. Also tauchen wir ein und heben uns an. Willkommen im Leben, willkommen im Leben, willkommen im Leben. Du kannst das gesamte Universum, den gesamten Kosmos als einen gigantischen Fluss betrachten, der in alle Richtungen fließt. Er fließt immer. Unaufhörlich. Nach oben, unten, rechts und links und überall hin. Und das Universum ist letztendlich wie dieser Fluss, weil es immer und immer und immer in Bewegung ist. Das bedeutet, dass nichts wirklich in Ruhe oder in Stillstand ist, weil immer alles schwingt. Nicht nur der Fluss und die Luft und die Dinge um dich herum, dein Körper und die gesamte Materie, sondern tatsächlich alles, was dich umgibt. Selbst die Steine schwingen. Und ich weiß, dass wir uns das oft nicht vorstellen können, weil unser Verstand an seine Grenzen kommt bei diesem Gedanken. Und dennoch ist es quantenphysikalisch, wissenschaftlich längst erwiesen und wir wissen es. Wir wissen, dass alles schwingt und sich alles bewegt, dass die höchste Form Frequenz ist. Die Form, aus der alles entsteht. Schon Tesla sagte einst so treffend: Möchtest du die Geheimnisse des Universums erfahren, dann denke in den Begriffen Energie, Frequenz und Schwingung. Um es kurz zu machen, deine Frequenz, deine Schwingung ist der Schlüssel. Einfach weil du immer anziehst, was du bist. Du ziehst nicht nur an, was du denkst oder was du aussendest durch deine Gedanken, sondern tatsächlich das, was du bist, was du fühlst. Deine Einstellung und deine Erwartung tragen also einen großen Teil dazu bei. Und all das kannst du verändern. Doch für diese Veränderung braucht es eine ganz, ganz wichtige Sache, und zwar deinen Mut. Ja, deinen eigenen Mut, der jeden Tag aufs Neue aufgebracht werden darf, denn in die Veränderung, in diesen Prozess zu gehen, all das zu verändern und deine Schwingung zu heben, braucht es Mut. Es braucht den Mut, deinen Blick von dem Alten abzuwenden, um das neue Ufer zu sehen. Den Mut, dich jetzt und hier zu entscheiden, immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue jetzt und hier zu entscheiden. Es heißt letztendlich, dass du den Mut aufbringst, deine alte Rolle zu verlassen und in das Unbekannte zu schreiten. Wenn du spürst, dass deine alte Rolle dir vielleicht nicht immer auf allen Ebenen dienlich ist und du dich in Kreisen oder Mustern bewegst, die dir nicht gut tun. Und deshalb ist es nicht nur wichtig, wie du denkst, sondern eben wie du schwingst. Deshalb darfst du in deine Bewegung kommen. Wenn du dich bewegen willst, dann darfst du zur Bewegung werden. Und dann kannst du deine Schwingung verändern, indem du deinen Fokus veränderst, indem du dich an den Dingen freust, die dich umgeben. Du kannst dich an der Sonne erfreuen, am Blau des Himmels, am Lachen der Kinder. Du kannst tanzen, du kannst singen, du kannst die Flüsse beobachten und du kannst dich vor allem bedanken. Du kannst dich bei allen Wesen bedanken. Und deswegen meinte ich, das erfordert Mut, weil du könntest auch rausgehen und im altgewohnten Trott bleiben und den grauen Himmel sehen und dich über die überfüllte Straßenbahn ärgern oder den vielen Verkehr auf der Autobahn oder über die Nachrichten und die Entwicklungen. Oder du blickst auf diesen einen Vogel, der am grauen Himmel entlang fliegt und der wunderschön ist, und der Baum, die Schneeflocken, die vom Himmel fallen.
und all das, was dich umgibt, was Schönes. Und das zeige ich dir in dieser Folge. Ich gebe dir ganz viele Impulse, auf was du achten kannst, um höher zu schwingen. Und wenn du deinen Fokus änderst, ändern sich automatisch deine Gedanken und damit ändert sich deine Stimmung und somit ändert sich deine Schwingung. Und so kommst du in Bewegung und wirst zur Bewegung und kommst in die Liebe, weil Zorn letztendlich immer anders schwingt als Liebe. Deine Wut, deine Enttäuschung, Scham, Angst schwingen sehr niederfrequent. Und wenn du wirklich große Veränderungen erbringen willst, dann darfst du in die Liebe gehen. Nicht nur in die klassische Zufriedenheit oder die Annahme, sondern wirklich in die Dankbarkeit, in die Freude, in die Liebe, in das Mitgefühl. Und dann wird es dir leichter fallen, Liebe in den Dingen zu erkennen, in Liebe zu denken und Liebe in dein Leben zu ziehen. Und weil dann irgendwann alles in dieser Bewegung fließt, zumindest ein Großteil deines Lebens, kannst du auch alles verändern und kannst jede Situation ändern, indem du deine Frequenz änderst. Die Frage ist, warum uns das manchmal so schwerfällt. Auch mir und meinem Umfeld und so vielen Menschen, die wir kennen. Es ist für keinen jeden Tag ganz einfach und leicht, immer wieder die Frequenz zu verändern. Es gibt Tage, an denen es fantastisch funktioniert und Tage, an denen wir dafür ein bisschen mehr Hingabe einfließen lassen dürfen. Ich glaube, es liegt daran, weil wir so krass darauf konditioniert worden sind, gleich zu sein, angepasst zu sein, dem Verstand zu folgen. Die Männer möchten cool oder hart sein, möchten nicht zu sehr auffallen. Es fällt uns manchmal schwer, für unsere Harmonie einzustehen, unsere eigene Lebensaufgabe wahrzunehmen und zu schützen. Und manchmal fällt es uns auch einfach schwer, unserem Gefühl zu vertrauen, weil wir in der Schule und in so vielen Jahren in dieser Gesellschaft einfach konditioniert worden sind, dem Verstand zu vertrauen und abzuwägen. Und in unserem Kopf sind immer so kleine Excel-Tabellen, Pro- und Kontra-Seiten und Abwägungen. Und das Gefühl kennt dieses ganze Zeug nicht und braucht es eigentlich auch nicht. Doch unser Gefühl lässt sich eben nicht in so einer Tabelle einordnen und das macht es manchmal so schwer. Ich gebe dir ein Beispiel, damit es klarer wird. Ich habe in den letzten 28 Tagen in meinen Übungen und den Live-Videos auf Instagram immer wieder für mich selbst visualisiert, was ich gerne manifestieren möchte. Und unter anderem sind Johanna, Finn und ich auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Wir suchen ein kleines Haus für uns, in dem wir im Keller schön viel Lagerfläche haben für unseren Online-Shop, ein schönes Kinderzimmer für Finn, ein schönes Studio, in dem ich meine Musik machen kann. Und das Ganze soll natürlich im Grünen stehen, möglichst nah an Augsburg und dennoch eben auch am Waldrand und ein freistehendes Haus, wenn möglich. Und so habe ich mir das immer wieder visualisiert und vor Augen geführt. Und jetzt, vor wenigen Tagen, haben wir eine Anzeige gefunden von einem Haus, das genau so aussah. Das sah genau so aus. Das hatte genau die richtige Raumaufteilung, hatte wunderschönen Eichenholz-Parkettboden, ganz neu renoviert, eine schöne Küche, alleinstehend, nahe an der Natur. Für den Verstand betrachtet ein absolut perfektes Haus. Und wir haben dieses Haus angeschaut, wir waren dort. Und irgendwie war unser Gefühl nicht eindeutig. Und Johanna hat diesen großen Schritt zuerst gewagt und ausgesprochen, was ich im Nachhinein mega mutig fand und cool. Sie hat dann zu mir danach, gleich nach der Besichtigung, gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas stimmt nicht ganz für uns dabei. Und das war so cool, weil mein Verstand wollte das so sehr, dass es mir so ging, dass ich mein Zeichen, mein Gefühl erstmal ein bisschen übergangen habe. Das aber gar nicht realisiert habe, weil das so schnell geht, weil ich dachte mir, das Timing wäre perfekt, jetzt noch umzuziehen, bevor wir wieder auf Tour sein können und so. Und wir könnten all unsere Sachen jetzt noch gut managen. Und irgendwie wollte mein Verstand das gerne. Und ich habe in meinem Leben eins gelernt, vertrau immer der Intuition einer Frau. Ich weiß nicht, was es ist, aber Frauen haben eine unglaublich krasse Anbindung und eine unglaublich starke Intuition. Ich habe es einfach schon oft beobachtet und bemerkt und gerade bei meiner Partnerin, bei Johanna, so wichtig. Deswegen war klar, wir folgen diesem Gefühl, auch wenn wir es überhaupt nicht benennen können. Und ich folgte diesem Gefühl mein Leben lang so oft und es war immer richtig.
Und ich habe es auch schon ignoriert und merkte, dass es mich zu einem kleinen Drama oder Desaster geführt hat. So. Und das war eine ganz schön wilde Übung und das meine ich mit Mut, denn mein Verstand sagte die ganze Zeit, ey, das ist super, was wäre, wenn so ein Angebot nicht mehr kommt? Du musst es doch nutzen. Und das Gefühl sagt, nee, warte mal noch ab. Und diesen Mut meine ich, den Mut, anders zu sein und in einer Welt, in der es vielleicht nicht so normal ist, weich und einfühlsam zu sein, gerade für die Männer, die mir zuhören. In einer Welt, in der man uns immer wieder erklärt hat, dass wir cool und hart und tough sein sollen, weich zu sein und empathisch und sensibel. Und den Mut, zu deiner Harmonie zu stehen und die zu bewahren. Und das kann bedeuten, dass du dich manchmal von Menschen trennst, dass du Situationen loslässt, dass du spürst, dass das, was deine Frequenz eher runterzieht, anstatt sich nach oben zu entfalten, dass du das loslassen darfst. Und das erfordert tatsächlich viel Mut, dass du immer wieder für dich und deinen Wert einstehst. Bedeutet auch, dass du den Mut aufbringst, deinen Schatten zu integrieren. Also das anzuschauen, was dir immer wieder begegnet. Das anzuschauen, was dich triggert, was Menschen zu dir sagen, was dich immer wieder an den gleichen Punkt deines Schmerzes führt. Das anzuschauen, das anzunehmen, in den Arm zu nehmen und zu erkennen, dass es die gleiche Energie wie deine scheinbar positiven Seiten hat, nur in der gespiegelten Form. Und wenn du beides annimmst und die Kraft deines Schattens integrierst, kannst du deine Frequenz auf einer viel effektiveren, tieferen Ebene anheben. Und dann hast du die Möglichkeit, deinen Weg komplett zu gehen. Und das bedeutet, dass du dich selbst erkennst und dieser Mut ist ein riesengroßer Akt der Selbstliebe, ist ein Beweis für deine Selbstliebe und führt zu weiterem Mut, dass du hinterfragst, aber auch, dass du dich traust, deine Harmonie zu wahren und deine Lebensaufgabe zu schützen. Um es konkret zu machen, ich überlege mir sehr genau, wem ich von meinen Visionen und Träumen konkret in meinem Umfeld erzähle. Denn ich habe gelernt, dass ich es nicht mehr zulassen möchte, dass sich andere in meine Lebensaufgabe einmischen. Und ich selbst habe den Mut aufgebracht, mich nicht in die Lebensaufgaben anderer einzumischen. Und es ist ein Prozess, den ich erst seit einigen Wochen und Monaten so richtig begriffen habe. Dass ich versuche, horizontale Beziehungen aufzubauen und Menschen einfach immer nur auf der gleichwertigen Ebene zu betrachten und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dafür zu sorgen, dass wir diese Ebene wahren können. Für mich persönlich hat es sehr viel mit Freiheit zu tun, sehr viel mit der gelebten Autonomie und der Selbstliebe, die letztendlich auch zur Liebe des anderen führt. Wenn ich jedem erlaube und jeder erlaube, den Weg komplett so zu gehen, wie sie möchten, mit all ihren Überzeugungen, mit all ihren Werten, dann lasse ich meine Kraft und meine Energie sehr deutlich bei mir und kann aus dieser Kraft heraus erschaffen und Neues kreieren. Und ich glaube, dass diese Energie so, so wichtig für uns alles ist, weil schau, alles beruht auf Energie. Der gesamte Ursprung unseres Lebens ist geistiger Natur und wir wollen so oft im Außen was verändern, so oft Menschen verändern oder Dinge beeinflussen. Aber eigentlich ist ja die ganze physische Realität, die wir meinen zu erfahren, nur ein Spiegel unserer inneren geistigen Verfassung. Und es ist wirklich wichtig, dass wir beginnen, Verantwortung zu übernehmen und zu verstehen, dass wir Schöpfer und Schöpferinnen der Wirklichkeit sind, die wir erfahren. Und deswegen ist die Frequenz so wichtig. Das Prinzip von der Schöpfung verdeutlicht eigentlich nur, dass deine Liebe und dein Glück eben nicht in der Materie zu finden ist, sondern in dir selbst entstehen und durch deinen Geist erschaffen werden. Und deshalb diese Übung, deshalb diese Folge. Wenn du was in deinem Leben verändern willst, dann darfst du immer im Inneren beginnen. Und dann wird sich das Außen verändern. Also beginne immer im inneren Kern deiner Schöpfung. Und das Äußere wird sich wie ein Spiegelbild anpassen. Die Frage ist also, wo deine Liebe liegt. Deshalb diese 28 Live-Videos, die du im Übrigen jetzt immer noch sehen kannst, wenn du die noch nachholen möchtest, die sind in meinem Feed, in meinem
Profil auf Instagram nach wie vor gespeichert als Live-Videos. Ich will ein paar Übungen mit dir teilen, um es klarer zu machen, um es aus dem Abstrakten in das Konkrete zu führen, damit du spürst, was du tun kannst. Die effektivste und klarste Methode liegt immer in der Früh und am Abend, sich zu notieren, wofür man dankbar ist. Und tatsächlich mit einem Stift, ich habe es schon oft erklärt, für mich ist der Stift wie ein Zauberstab. In dem Moment, in dem wir was aufschreiben, manifestieren wir es bereits. Und wenn du dir jeden Morgen aufschreibst, wofür du dankbar bist, mit Begründung, warum, wird dein Verstand den ganzen Tag über unbewusst Ausschau nach Dingen halten, die schön sind, um sie am nächsten Tag notieren zu können. Du suchst förmlich nach schönen Dingen, nach Wundern, nach Freude, nach Liebe, nach schönen Begegnungen. Dein Verstand ist direkt darauf ausgerichtet, Schönes und Bestärkendes zu erfahren, Menschen zu helfen, zu dienen, um das am Abend letztendlich wieder einrahmen zu können. Und das ist der zweite Teil, dass du am Abend mit einem schönen Symbol, mit einem Stein oder einem Herz oder einem für dich stimmigen Gegenstand, symbolisch betrachtet Ausschau hältst nach dem schönsten Moment des Tages. Diesen schönsten Moment des Tages dann golden in deinem Herzen einrahmst und dich dafür bedankst. In unserem Dankbarkeitstagebuch haben wir dafür die Schatzkammer deiner Gedankenhalle konstruiert. Das ist ein innerer Raum, den wir dir in dem Buch vorstellen, den du jeden Abend oder jeden Morgen, wie es für dich stimmiger ist, betreten kannst. Und in diesem Raum rahmst du die schönsten Momente des Tages oder spezielle Erfahrungen, die du machst, die wir durch Übungen mit dir zusammen erarbeiten, ein. Betrachtest dieses schöne Bild in der Gedankenhalle in deiner Schatzkammer und bestärkst es mit Dankbarkeit. Und irgendwann ist diese Gedankenhalle, diese Schatzkammer komplett voll. Die ist komplett voll und unendlich im Übrigen mit schönen Momenten, mit Momenten der Dankbarkeit, mit Segnungen, mit Wundern, mit schönen Begegnungen. Und für mich sind die Morgenstunden immer ganz besonders wertvoll, wenn es darum geht, meine Frequenz zu verändern, meine Schwingung zu erhöhen. Ich versuche jeden Morgen, wenn ich aufwache, mit dem Wort Danke zu beginnen. Und by the way, lass uns ganz offen sprechen. Manchmal wache ich morgens, nachdem ich in der Nacht schon 5-mal geweckt wurde von Finn oder irgendwelchen Szenen, die gerade in ihm entstehen. Dann wache ich morgens manchmal auf und werde von einem Schreien geweckt. Und dann fällt es dir manchmal nicht so leicht, wenn du schon total durchgecrashed 5-mal in der Nacht aufgewacht bist und dann alles andere als wirklich ausgeruht und ausgeschlafen von einem Schreien geweckt wirst. Danke zu sagen. Und dennoch versuche ich in dem ersten Moment zu spüren, wow, schau mal, da ist so viel Segen. Da ist meine Partnerin, mein Kind, ein Bett, eine Decke über meinem Kopf, eine Decke, mit der ich mich einkuscheln kann. Da sind Fenstertüren, ich lebe in Frieden, in einem Land, in dem Frieden herrscht. Ich bin gesund und sollte ich es gerade nicht ganz sein, dann bin ich doch größtenteils gesund. Und sollte ich das nicht sein, bin ich noch am Leben und meine Liebsten auch. Oder ich hatte wunderschöne Zeiten mit ihnen. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Und dann versuche ich, die ersten 10, 20 Minuten, wenn ich aufstehe, genau damit zu füllen. Es ist eine wunderschöne Übung aus dem Buch, aus Magic, dass du in den ersten Minuten oder auch in der ersten Stunde bei jedem Gegenstand, den du berührst, Dankbarkeit in die Materie fließen lässt. Das bedeutet, du öffnest deinen Kleiderschrank und du sagst Danke und nimmst kurz wahr, ich habe einen Kleiderschrank, was cool ist, was ein Geschenk ist. Ich nehme meine Unterwäsche oder meine Kleidung für den Tag raus und sage Danke, danke dafür, dass ich das haben darf, dass ich diesen Segen empfangen darf. Du gehst in ein Bad und jeden Gegenstand, den du dann berührst, begleitest du mit dem Wort Danke. Du öffnest die Tür, du hast dein Badezimmer, danke. Du öffnest den Wasserhahn, bist auf der Toilette, hast deine Zahnbürste, deine Seife, dein Shampoo, dein Duschgel. Was es auch ist, dein Rasierer, deine Haarklammer oder dein Handtuch sein mag. All das sind Gegenstände, die du mit Dankbarkeit wahrnehmen kannst. Und das kannst du jeden Morgen tun. Sagst einfach Danke im Geist, während du dein Handtuch, dein Waschbecken oder dein Duschgel berührst. Und du wirst dann, wenn du in der Küche bist, allerspätestens das Gefühl haben, du könntest durch den Himmel schießen, weil du viel glücklicher und zufriedener und erfüllter bist, weil deine Frequenz dadurch ansteigt. Und dann kannst du deine Kaffeemaschine, deinen Wasserhahn, dein Glas mit Dankbarkeit betrachten und veränderst alles nur durch diese kleinen Worte, die du laut oder leise im Geiste sprichst. Und damit ändert sich deine Frequenz.
Dann gibt es eine schöne Übung von Albert Einstein überliefert, das sind die 100 Schritte. Man sagte von ihm, dass er jeden Tag mindestens 100 Schritte in Dankbarkeit gegangen ist, die ersten 100, nachdem er losging, also das Haus verlassen hat oder durch sein Haus lief. Und diese Übung mache ich tatsächlich auch täglich. Ich mache sie mittlerweile komplett konditioniert, also mein Verstand macht sie automatisch. Ich verlasse das Haus und laufe los und bei jedem Schritt sage ich danke, 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 danke. Und diese Übung begleitet mich seit Jahren. Ich habe in meiner Folge Dankbarkeit auch schon von diesen Übungen gesprochen. Ich will nur nochmal zusammenfassen, wie wertvoll sie sind, wenn es um die Frequenz geht, wenn es um die Erhöhung deiner Schwingung geht. Es ist so wertvoll, diese kleinen Übungen zu machen. Diese 100 Schritte mit 100 Mal dem Wort Danke verbunden erinnern dich und festigen dein Unterbewusstsein für das Empfinden und Erfahren von Dankbarkeit, für den Fokus auf deine Segnungen. Ja, und wenn ich dann unterwegs bin, dann sehe ich oft Menschen, die mir dienen, die Wundervolles tun, die uns allen dienen, by the way. Das sind Straßenkehrer, Männer, die Mülltonnen leeren, es sind Verkäuferinnen und Verkäufer, es sind Bäcker, es sind Polizistinnen und Polizisten, es sind Ärzte, es ist Pflegepersonal, es sind die fantastischen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer. Es sind Menschen, die dafür sorgen, dass deine Internetleitung funktioniert, dass die Wasserrohre funktionieren, dass die Straßen intakt bleiben. Menschen, die an Tankstellen arbeiten, die in Zügen arbeiten. Die ganze Welt ist voller Helden und immer wieder, wenn ich einen von ihnen sehe und wahrnehme, dann bestäube ich sie im Geiste mit Dankbarkeitsstaub. Ich mache so eine kleine pinzettengriffartige Bewegung, als ob ich eine Prise Salz über mein Essen streuen würde und flüster oder sage lautlos im Geiste Danke. Und freue mich, dass ich diesen Segen empfangen darf. Und dann treffe ich manchmal Menschen, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, die nicht besonders glücklich sind, wo ich spüre, dass ihnen was fehlt, vielleicht was im Außen, dass sie tatsächlich im Mangel leben, vielleicht sind sie einfach unglücklich, haben innere Konflikte, inneren Unfrieden und das können Menschen sein, die ich kenne, mit denen ich spreche, es können aber auch Menschen sein, bei denen ich das Empfinden habe, das Gefühl, während ich hinter ihnen an der Kasse stehe oder ihnen in die Augen schaue auf der Straße und dann habe ich so einen imaginären Zauberstab und wünsche ihnen einfach von ganzem Herzen das Beste. Und stell mir vor, wie ihre Augen leuchten und sie strahlen und sie sagen, ich habe all das auf einen Schlag erfüllt bekommen. Ich bin auf einmal glücklich. Ich habe inneren Frieden, der für äußeren Frieden sorgt. Ich fühle Harmonie in mir. Ich fühle Mitgefühl und ich sehe die Segnungen. Sie sind gesund und sie sind auf einmal reich in der Fülle, im Wohlstand für sich selbst. Und diese Übung hilft mir sehr stark, Menschen in Mitgefühl zu begegnen und meine Visualisierungskraft, meine Imagination, meine Vorstellung wirken zu lassen für diese Menschen in Dankbarkeit. Das Gleiche tue ich dann auch für mich, dass ich meine Fehler transformieren lernen, dass ich die scheinbaren Fehler, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Dankbarkeit betrachte. Und das ist so die Königsklassenübung, die Masterclass, wenn du so willst, für Königinnen und Könige unter euch, die es besonders gerne wissen wollen. Und ich liebe die Übung, ich empfehle sie dir wirklich zu tun. Du wählst einen Fehler aus, einen Fehler, den du dir noch heute vorwirfst, etwas, wo du sagst, das ist eine Sache, die du gerne rückgängig machen würdest, die du jetzt so bestimmt nicht mehr tun würdest, wie du sie getan hast. Und dann machst du dich auf die Suche nach 10 Dingen, für die du dankbar bist an diesem Fehler. So verwandelst du die Wunde in Weisheit. Und ich möchte es dir ganz kurz und ehrlich mal zeigen, wie ich es bei mir gemacht habe. Ich habe diesen Fehler entdeckt, den ich für mich persönlich wahrgenommen habe. Einen Fehler, den ich jetzt so nicht mehr tun würde. Etwas, das ich versprochen habe und dann nicht mehr einhalten konnte, weil sich meine Werte verändert haben und weil meine Erkenntnisse mir nicht mehr erlaubt haben, dieses Versprechen so zu halten. Und dann musste ich mich für meinen Wert entscheiden und konnte das, was ich zugesagt habe, aber nicht mehr halten. Und ja, das habe ich wirklich mir selbst noch vorgeworfen und als Fehler gesehen und fand dafür Dinge, die mir die Dankbarkeit widerspiegeln. Und ich zeige sie dir kurz, damit du verstehst, wie kraftvoll man das Ganze betrachten kann. Auch wenn man zunächst denkt, dass da nichts wäre, wofür man dankbar sein kann. Es führte mich doch aber zu der Erkenntnis, und das wäre der erste Punkt der Dankbarkeit, dass ich jetzt verstehe,
dass ich heute keine unüberlegten Versprechungen mehr mache und daraus letztendlich gelernt habe. Oder dass ich mir dadurch meiner Werte noch deutlicher bewusst geworden bin. Dass ich lernen durfte, mit der Enttäuschung, also dass Menschen von mir enttäuscht sind, zu leben und das zu akzeptieren und damit umzugehen. Ich habe dadurch gelernt, auf meine Überzeugung und auf meine Werte und auf mein eigenes Gefühl zu vertrauen. Ich habe dadurch gelernt, dass ich heute noch sehr viel genauer darauf achte, was ich sage und dass ich annehmen durfte, dass das, was ich tat, letztendlich ein Akt der Selbstliebe war, ein Beweis für mich. Auch wenn es wehgetan hat und mir sehr viel Schmerz zugefügt hat. Und ich habe gelernt, dass ich jetzt noch viel gelassener und verständnisvoller reagieren darf, wenn andere Menschen in meinem Leben ihre Versprechungen vielleicht nicht halten können, weil ich ja weiß, wie sich das anfühlt. Oder was der Grund dafür sein könnte. Und ich bin sehr dankbar, weil ich spüre, dass die Situation in meinem Leben die absolute Seltenheit ist und vielleicht einmal in 10 Jahren oder noch seltener vorkommt. Was ein Geschenk ist, wenn ich so betrachte. Und zuletzt habe ich den Punkt erkannt, dass ich dankbar sein kann, weil ich so üben und lernen konnte und kann, meinen Frieden damit zu machen, auch wenn der Ausgang der Situation vielleicht nicht meiner Vorstellung entsprach, aber dennoch einfach ist, wie er ist und ich damit in Frieden gehen darf. Und so habe ich einen Fehler gesehen, einen Fehler, der mich belastet hat, eine Erkenntnis, die mich aber zunächst nicht wie eine Erkenntnis erfüllt hat, sondern einfach wehgetan hat, und konnte diese Wunde wirklich verwandeln. Und aus dieser Wunde wurde ein Wunder, weil ich gespürt habe, dass ich dadurch in mir selbst Punkte der Dankbarkeit erfahren habe. Und so ist mein ganzer Weg von dieser Frequenz, von dieser Schwingungserhöhung begleitet. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ich versuche jeden Tag weiterzugehen, zu üben und mich darin zu schulen, meine Frequenz zu erhöhen. Und ich will dir heute einen Song zeigen, der schon älter ist, der länger ist. Es ist mein Song Magischer Zirkel und er ist deshalb an der Stelle so wichtig, weil er beschreibt diesen Weg, den ich gegangen bin, in diesen Kreisen, in dieser aufsteigenden Spirale, aus meinem Schmerz in die Freude. Ich erwähne in diesem Song meine älteren Alben, die ich geschrieben habe. Die Alben hießen Eine Handvoll Hoffnung, Mein Weg, Traumfabrik, Traurige Bilder, Jenseits von Gut und Böse. All das sind ganz alte Alben, die es jetzt gar nicht mehr gibt, die ich selbst gebrannt habe und dann selbst verkauft habe. Und diese Alben sind in den Songzeilen erwähnt, damit du verstehen kannst, um was es in diesem Song gleich geht. Vielleicht kennst du ihn schon, dann lehn dich einfach zurück und genieße ihn nochmal. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingssongs und wenn du ihn noch nicht kennst, dann lass dich überraschen und genieß vor allem die Reise, die ich in diesem Song aufzeigen möchte, die Reise aus einer niederen Frequenz, aus der Frequenz der Anklage, ein Stück weit des Opferbewusstseins und des Gefühls, alleine und verloren zu sein, hin zur eigenen Schöpferkraft und zum Erfahren von Dankbarkeit und Liebe, zur eigenen großen Transformation. Ich hab so viel geschrieben, hab so vieles zu Papier gebracht, Stück für Stück ein Stück von mir. Und wieder lieg ich wach, als hab ich mir gedacht, ob das wohl wirklich alles ich bin, denn die Szenen sind so unwirklich, als wär das hier ein Trickfilm. Skizzierte dunkle Schatten, kalt und grau wie der Winter, dann schattierte ich sie mit Schwarz und malte traurige Bilder. Anschließend wieder von vorn, Krisen und Lieder voll Zorn, gefühlte 10.000 Mal das Glück der Liebe verloren. Ich stieb jenseits von Gut und Böse und hab die Wut verpackt, es hat nicht gut geklappt, auch ich hab wirklich Mut gehabt, schrieb eine Handvoll Hoffnung und hab den Schatten dann erkannt, doch übersah das Glück des Lichts in meiner anderen Hand. Ich rannte lang und dann schrieb ich mein Weg, um all die Tränen aufzufangen, und die Sonne ist im Nebel aufgegangen. Ich war seinerzeit so meilenweit von meinem Ziel entfernt und wünschte, es geht vorbei, doch hab dabei so viel gelernt. Wie dem auch sei, jedenfalls lief ich weiter, tiefer träumt und schrieb nur für den Augenblick. Ich fand die Liebe dann erneut und schrieb die Traumfabrik. Ich glaubte nicht, dass all das enden kann, doch lernte dann, das Spiel ist leicht, wenn sich der Kreis des Zirkels durch den Werdegang fast immer wieder gleicht. Wieder zeigte ich die Brust von innen, irgendetwas musste stimmen, ging unter die Haut, so wie ein Dutzend Klingen, Fluss bezwingen, Druck verringern, in einer Riesentiefe, und so schrieb ich Liebesbriefe, der Kreis schließt sich. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnung für mich sind, nicht gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Ich hab so viel geschrieben, hab mein Herz auf das Papier gelegt, Stück für Stück ein Stück von mir, bis sich der Zirkel dreht. So führt der Weg unendlich über alte Trampelpfade. Lange Jahre folgte ich ihnen und lief schwanken gerade. Jammer, schade, ich war tagelang oft traurig und frustriert. Ich war nie faul und hab studiert, doch wusste auch nicht, was passiert. Ich hab die Quintessenz des Lebens über Jahre nicht verstanden. Mit der Zeit bekommt die Seele stets die Farbe der Gedanken. Doch ich hab die Schranken jenes Weges selber konstruiert. Sah mich als Eisberg in einer Welt, die fast erfriert. Ich hab kapiert, dass alles, was ich brauch, in meinem Inneren gespeichert ist. Ich finde und befreie es, der Zirkel, der den Kreis verlässt. Ich hab mir selbst im Herzen dann meinen Plan zurechtgelegt, vollzog ihn in der Stille und hab all mein Pech gedreht. Ich hab ernsthaft gebetet für die Quadratur des Kreises und erkannt, umso leiser der Verstand, desto weiter tönt der Klang. Doch ich war weiterhin gefangen in meinem Kreis und wollte da raus. Vielleicht wollte ich nur nach Haus, doch ich stolperte geradeaus. Fest an den Radius gebunden und in ratlosen Stunden fragte ich mich, Gott, wie hab ich diesen Pfad bloß gefunden? Ich kreier selbst reflektiert die anonyme Sicht von außen und kann desillusioniertes hinterm Bühnenlicht vertauschen. Lausch den lautlosen Stimmen, um die Schwingung einzufangen. Doch bin oft paralysiert, wie blind im Ring vom Kreis gegangen. Bin meinen Kreis gefangen und bin dort meilenweit gegangen, fernab vom Sinn des Lebens und den eigenen Gedanken. Ich schrieb nur traurige Lieder, weil die Liebe schon versteinert war. Es waren traurige Bilder, die ich einsam sah. Keiner nahm den jungen Herz, der dumpfen Schmerz in seiner trüben Sicht aus seinem guten Herz fließen lässt, das fast an Lügen bricht. An und für sich muss jeder für sich lernen, was das Leben heißt. Doch jeder weiß, wir tanzen übers Wasser, denn wir stehen auf Eis. Die einen drehen einen Kreis mit Pirouetten, andere brechen ein. Die einen tanzen voller Liebe, andere möchten schreien. Selbst erschaffen unsere Sicht der Dinge, lassen Kerzenschein, befreien die Schwingen unseres Glücks oder wir sperren sie ein. Die Schmerzen scheinen stets zu dem zu passen, der sie wählt. Man erntet, was man sieht, und als ich das erkannt hab, war es fast zu spät. Doch ich hab erlebt, wie machtvoll unsere eigenen Gedanken sind. Durch Ablenkung und Angst war ich leider fast schon blind. Doch die Liebe lässt dich sehen, was deinen Augen oft verborgen bleibt. Der Morgen scheint den Fluss zu führen, auf dem das Boot der Sorgen treibt. Eine wundervolle Zeit beginnt mit der Entscheidung. Drum entscheid dich für dein Glück und dreh die Zeit um. Du bist frei und lass dir nicht erzählen, das Leben sei hart und schwer. Lass dir nicht einreden, dass es Arbeit wäre. Sag mir, wer hat die Gesetze denn erschaffen, die dein wahres Glück bestimmen wollen? Es waren meist jene, die sich wünschen, dass wir es niemals finden. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Ich musste auf 18 Alben Kraft entfalten, um mich selbst zu finden. Hab mich wach gehalten und sah meine Welt von innen. Engelsstimmen führten mich zurück, fernab von Pech und Drama. Denn statt dem Hier und Jetzt lebte ich erdrückt im Wenn und Aber. Retrospektiv betrachtet wirkt es jetzt wie tragische Komik. Notenschlüssel öffnen Schätze in der magischen Chronik. Somit zeichne ich mit purer Liebe, denn ich war schon blind vor Hass, voll heiliger Geometrie in meinem bunten Tintenfass. Ich finde, was mich sucht, und was ich such, findet mich. Mit jedem bunten Pinselstrich finde ich ein Stück vom Licht. Somit übe ich mich in Achtsamkeit, seh wie ein Blatt durchs Wasser treibt. Bewahr die Zeit als Kind, in der man lacht und schneit, ganz ohne Angst vereint. Hass und Neid erscheint auf jener Suche stets vergebens, denn mit magischen Zirkeln mal ich Blumen des Lebens. Tief im Kosmos verborgen, zwischen Pegasus und schwarzer Nacht, entsteht die wahre Macht, weil nicht der Pfad den Mensch, sondern der Mensch den Vater schafft. Gemalt auf einer Zeichnung des Lichts, so bilden wir die Variablen in der Gleichung des Glücks. Und das X steht für nichts im allumfassenden Kreis. Alpha, Beta, Sigma, Omega, alles ist eins. Und so tauche ich in die Texte ein, werd in die Höhe steigen, berg unglaubliche Schätze aus dem Meer der Möglichkeiten. Und das Pendel schwingt die altgewohnten Kreise als mein Wegbegleiter. Im Kaleidoskop drehen die alten Räder weiter. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Wahrscheinlich waren die meisten, die das fühlen, im gleichen Kreis gefangen und haben deshalb auch die Traurigkeit in meinen Zeilen verstanden. Doch genauso muss es möglich sein, den Rest zu transformieren, aus dem Schatten Licht zu tanken und zum Herz zu transportieren. Der verrostete Zirkel, der die alten Kreise zog, hat nun ausgedient, weil dieser Falke in die Weite flog. Und egal, was man mir sagt, ich werd den Wegen zum Licht folgen, integriere meinen Schatten und erheb mich zu den Wolken. Alte Dogmen sind Geschichte und die Werte reformiert, die Quintessenz vergangener Lehrer wurde im Herzen transformiert. Und was passiert, entscheidest du, denn das Glück in deinen Händen befindet sich im eigenen Denken.
Und ab hier geh ich den Weg von vorne, doch so stark wie nie, beweg mich Richtung Sonne und beflügel Fantasie. Ich hab Magie in meinem Herz gespeichert und das Ziel ist festgelegt. Ich hör erst auf, wenn das Gefühl hier jeden Mensch bewegt, du kennst den Weg. Doch was ich brauch, bist du, denn der Vorhang im Theater meiner Traurigkeit ist zu. Und um den neuen Akt zu öffnen, will die Freude sich verbreiten. Du bist heute nicht alleine, denn wir wollen dich stolz begleiten. Heute schreiben wir Geschichte neu mit Federn aus Freiheit auf dem Pergament des Herzens für den Weg aus der Eiszeit. Glaub an Gutes und zieh noch mehr Gutes an, denn jede Schwingung kommt zurück, so wie ein Boomerang. Ich suchte lang, doch fand die Antwort dann in mir, zwischen Herz und Solarplexus. Ich hab täglich affirmiert, bis all der Schmerz verschwand und wegfloss. Die lautlosen Stimmen, die mir sagten, jedes Wort ist wahr. Erster Akt, willkommen im Theater Euphoria. Ein Krieger gibt das, was er liebt, nicht auf. Er findet die Liebe in dem, was er tut. Es ist niemals gar nichts los. Schaff diesen Müll raus. Der ist es, der dich von dem einzig Wesentlichen da draußen abhält. Diesen Moment. Hier und jetzt. Und bist du wirklich im Hier und Jetzt, wirst du verblüfft sein, zu was du in der Lage bist und wie gut du es tun kannst. Große Dinge haben einen kleinen Ursprung. Man sagt, Böses lauert hinter jeder Ecke, mir egal. Denn das Schöne lauert überall. Es gibt die Möglichkeit. Es gibt einen Bereich des Möglichen. Und der existiert wo? In jedem von euch. Der Verstand ist nur ein Reflexorgan. Reagiert einfach auf alles. Du hast den Verstand verloren, weißt du das? Dafür habe ich ein Leben lang üben müssen. Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Es gibt auf jenen Wegen keine Schranke, denn jeder Gegenstand war zunächst nur ein Gedanke. Im Wandel eines Lebens kann man kraftvoll bestimmen, denn alle Macht kommt von innen. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da konnte ich ruhig sein. Und diese Transformation, die wünsche ich dir, die wünsche ich jedem Menschen, dass du erfährst, du kannst aus dir selbst so viel mehr machen. Und das Ganze beginnt immer und immer wieder bei deiner Schwingung, bei deiner Frequenz. Wenn du Reichtum anziehen möchtest, wenn du Erfolg, wenn du Harmonie, wenn du Frieden anziehen möchtest, dann begib dich auf die Frequenz von Reichtum, von Frieden, von Harmonie. Ich habe das beispielsweise lange nicht verstanden. Ich habe mich oftmals in meinem Mangel verloren und habe reiche Menschen nicht wirklich gemocht. Ich fand das irgendwie negativ behaftet, wenn Menschen sehr reich sind, und habe mich selbst gewundert, warum ich immer im Mangel bin und mein Konto im Minus ist. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass ich mich selbst auf die Frequenz von Reichtum bringen darf und das Ganze in mir heilen darf, um Reichtum anzuziehen. Und ich habe dafür mittlerweile eine wunderschöne kleine Affirmation, die mich begleitet, die mich daran erinnert, in die Frequenz, auf die Schwingung von Reichtum zu gehen. Und zwar: Ich denke, fühle und handle wie ein Millionär. Und das ist sehr schön, weil ich weiß und bin der festen Überzeugung, die Welt braucht viel mehr wundervolle, liebende, gütige, großzügige und großherzige Millionärinnen und Millionäre, damit wir die Welt noch wunderschöner gestalten können und einen schönen Gegenpol bilden können. Und dabei darfst du verstehen, dürfen wir alle verstehen, dass es eine Frage von Frequenz ist. Alles schwingt auf einer bestimmten Frequenz. Und wenn du es schaffst, auf die Frequenz von Reichtum oder eben von Harmonie, von Gesundheit, von Liebe zu kommen, dann ziehst du exakt das in dein Leben. Es ist letztendlich ein Naturgesetz. Es ist ein unwiderlegbarer Fakt, dass du das anziehst, was du aussendest. Und wenn du es jetzt noch schaffst, deinen Schatten zu integrieren, die Polarität zu beachten und deine eigenen Schattenanteile sowohl wahr als auch anzunehmen und in dein eigenes Sein zu integrieren, dann hast du deine Power bei dir.
dann hast du die Kraft bei dir, die du brauchst. Und wenn du etwas verändern willst, dann empfehle ich dir, auf die Frequenz von Liebe zu gehen. Die Frequenz von Liebe ist letztendlich die höchste, die schönste, die kraftvollste Frequenz, die es überhaupt gibt. Und das gelingt vor allem durch Freude, durch Mitgefühl, durch Dankbarkeit und durch deine Hingabe. Und deshalb ist dieser eine Satz von Thaddäus Golas, den ich so häufig verwende und so sehr liebe, so wichtig für mich. Liebe so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst. Wenn du auf der Frequenz von Liebe bist, wirst du grandiose Dinge in deinem Leben manifestieren. Und all das beginnt von innen, weil sich die Außenwelt stets nach dem richtet, was du manifestierst, in dir. Also lass uns die richtigen Frequenzen finden. Lass uns die richtige Ebene deiner Schwingung finden. Du kannst dein gesamtes Leben von innen heraus verändern. Und ich empfehle dir immer wieder, auf das zu schauen, was dir geschenkt wurde. Und wenn du bei deinem Körper beginnst, erkennst du es so deutlich, dir wurde all das geschenkt. Du bist aus dieser einen Zelle entstanden. Und du kannst dankbar sein für all das, für deine Finger, für deine Hände, für das, was du jeden Tag mit deinen Fingern und Händen tun kannst, für deine Füße und Beine, die dich überall hintragen, für deine Stimme und dein Gehör, mit denen du kommunizieren und dich mitteilen kannst, Musik und Stimmen genießen kannst, deine Sinne, mit denen du fühlen, riechen, schmecken, hören kannst, all die Schönheit wahrnehmen und sehen kannst. Deine inneren Organe, die dich immer wieder heilen, die all das in dir selbst transformieren und am Leben halten. All das sind Riesengeschenke, die du jeden Tag wahrnehmen kannst. Und allein die Entscheidung dafür, ein-, zwei-, dreimal am Tag danach Ausschau zu halten, was dein Körper dir Wundervolles schenkt, verändert dein Leben. Und dann schau gerne in deine Vergangenheit. Und auch wenn es nicht immer einfach war, schau auf das, was du bekommen hast. Als Kind hattest du wahrscheinlich immer genug zu essen oder zumindest ausreichend zu essen. Du hattest vielleicht ein Kinderzimmer, ein eigenes Bett, du hattest Kleidung. Auch wenn du schnell gewachsen bist, hat man immer dafür gesorgt, dass du genügend anzuziehen hast und dass es dir gut geht. Und das sind Geschenke. Du hast vielleicht Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. Du hattest Urlaube, du hattest Schulsachen, Spielzeuge, Sportgeräte. All das wurde dir zum Geschenk gemacht. Und bis zum heutigen Tag helfen dir Menschen, dass dein Leben schöner wird. Beispielsweise sind die Supermärkte, die Biomärkte voller Lebensmittel. Und wenn du das nächste Mal was isst, dann kannst du ja mal das, was du vor dir hast, betrachten und überlegen, wo es herkommt. Wenn du bei einem einfachen Apfel beginnst, wird es dir schon so bewusst, dieser Apfel wurde irgendwo, wir sagen einfach mal in der Gegend am Bodensee, angepflanzt. Und das ist ein sehr einfaches Beispiel mit einem Apfel. Aber da wird es schon so deutlich. Er wurde angepflanzt, dieser Baum wurde gehegt und gepflegt. Irgendwann war dieser Apfel groß genug. Er wurde gepflückt, er wurde gewaschen, er wurde versendet. Er wurde in deinen Biomarkt gefahren. Du konntest ihn dann dort, nachdem er eingeräumt wurde, kaufen. Und so viele Menschen sorgten dafür, dass dieser Apfel jetzt in deinen Händen ist. So, und jetzt hast du vielleicht aber ein größeres Gericht wie eine Pasta mit verschiedenen wundervollen Zutaten. Dann nimm dir mal, während du dein Gemüse schneidest, die Zeit, um Revue passieren zu lassen, wo diese Dinge herkommen und wie viele Menschen, wie viele helfende Hände und Engel dafür sorgten, dass sie jetzt bei dir sind. Und bedanke dich dafür. Und halte stets Ausschau nach den schönen Dingen. Deine Frequenz erhöht sich dadurch, indem du das Schöne suchst, also Eigenschaften an Menschen wahrnimmst, die schön sind. In deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten, deinem Chef, deiner Chefin, deiner Kolleginnen und Kollegen, wenn du bei all diesen Menschen nach dem Ausschau hältst, was Schönes, ihre tollen Charaktereigenschaften, die Kleidungsstücke, die dir gut gefallen, was es auch sein mag, dann werden sich deine Beziehungen verändern. Nimm wahr, was Menschen für dich tun und was du von ihnen geschenkt bekommst, und es wird sich verändern. Und du wirst dein Resonanzfeld ganz deutlich transformieren. Es wird sich verändern. Durch deine Gedanken, deine Überzeugungen und deine Gefühle, durch das, was du dann bist. Und all diese Übungen sorgen dafür, dass du dich verändern wirst. Du wirst dich zwangsläufig verändern. Und dann verändert sich dein Energiefeld, weil jeder Gedanke ein Energiefeld erzeugt und alles sich in einem ewigen, großen Resonanzfeld immer und immer wieder beeinflusst. Deshalb ist es so wichtig, dass du in dir selbst den Frieden etablierst. Und wenn du in Dankbarkeit kommst, kommst du in Frieden. Du kommst in Bewusstheit und dein Bewusstsein schafft Frieden. Sternenstaub.
Und wenn du Frieden bist, dann wirst du Frieden erfahren. In deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Und wenn du Sinn möchtest, dann darfst du in dich sinken. Dann darfst du still in die Tiefe und tief in die Stille sinken. Und dort findest du diesen ruhenden Pol. Wenn du es in dir selbst still werden lässt und deinen Geist wie einen tiefen Teich betrachtest, auf dem Rosen oder Lotusblüten treiben und der in sich selbst ganz viel Ruhe und Tiefe als ein unendliches Kraftreservoir widerspiegelt, dann wirst du irgendwann dieser Teich. Dann bist du das. Dann wirst du eine friedvolle Quelle und daraus wird sich Friedvolles spiegeln, weil sich in diesem Feld der Resonanz eben alles spiegelt und Gleiches Gleiches immer noch anzieht. Und so lernst du dann diesem endlosen Fluss deines Geistes zu vertrauen und mitzufließen. Und das führt zu dem, was ich anfangs sagte, wenn du dein Leben wie einen Fluss betrachtest, das Universum, den Kosmos wie einen ewigen Fluss, der in alle Richtungen fließt, betrachtest, dann weißt du, dass du Teil dessen sein darfst, die Kontrolle loslassen darfst und mit diesem Fluss fließen darfst. Und das beginnt bei dir selbst. Und um dir ein schönes Gefühl, eine schöne Reise in Bildern für die Verstärkung und die Veränderung deiner Frequenz mitzugeben, möchte ich eine kleine Reise durch die Natur mit dir machen, denn die Natur bedarf unserer Dankbarkeit, unseres Friedens, unserer Freude. Wenn wir uns retten wollen, dürfen wir all das um uns herum retten und das beginnt auch im Inneren. Daraus entstehen große Taten, Handlungen und die große Veränderung. Doch ich finde, dass wir erst immer anfangen dürfen zu schätzen und zu erkennen, was uns da umgibt, die Schätze der Natur. Wenn du einmal verstanden hast, wie wundervoll das Leben, die Tiere, die Umwelt ist, dann wirst du es schützen wollen. Dann geht es gar nicht mehr um die kognitive Frage, ob du schon dazu bereit bist oder nicht, dann tust du es einfach. Aus der Liebe für die Dinge heraus. Und deshalb machen wir eine kleine Reise, einen Flug um die Welt. Ich habe das vor 3 Tagen in meinem Finale der Instagram-Live-Videos als Meditation mit der Community gemacht und lade dich jetzt als Teil dieser Community ein, es mit mir gemeinsam zu genießen. Wir stellen uns gleich vor, dass wir fliegen. Dass wir wie ein großer Adler oder ein großes Wesen, besser gesagt, fliegen und über die Urwälder, über die Wiesen, durch die Canyons, über die Wälder, über die Felder fliegen. Und du bist an keine physikalische Regel gebunden, an kein Naturgesetz. Du kannst auch einfach unter Wasser tauchen und dort deinen Flug fortsetzen und die Unterwasserwelt betrachten und diese Bilder genießen. Mein wundervoller Freund Tobias Kunert hat mir erklärt, dass man, wenn man einschlafen möchte, am allerbesten Bilder kreiert. Und es hilft mir auch tatsächlich, wenn ich nachts 4 Uhr morgens von Finn geweckt werde und dann wieder einschlafen möchte und kurz Gedanken kommen, dass ich mich nicht auf Gedanken fokussiere, sondern Bilder kreiere. Und dann nehme ich diese Flugreise immer wieder. Das bedeutet, ich stelle mir vor, ich fliege durch die Welt und betrachte von oben wie ein fliegendes Wesen alles, was sich unter mir zeigt, ohne drüber nachzudenken. Ich nehme es einfach wahr. Und freue mich an der puren Existenz dessen, was ich sehe. Und diese Freude, diese Dankbarkeit darfst du jetzt spüren. Ich lade dich ein, die tief in dir zu verankern und deine Liebe und Dankbarkeit in all das fließen zu lassen. Also schließ jetzt gern deine Augen. Und atme tief in deinen Bauch. Wenn du einatmest, wölbt sich deine Bauchdecke nach außen. Beobachte es einfach nur. Und wenn du ausatmest, nach innen. Und du beobachtest und bewunderst diesen Fluss, diesen Atem, der ganz von selbst in dir geschieht. Weil das Leben durch dich atmet. Mit jedem Atemzug kehrt mehr Ruhe und Frieden in dir ein. Du entspannst dich immer mehr. Kommst immer tiefer bei dir an. Bist gelassener und spürst Harmonie. Thank you.
Plötzlich hast du das Gefühl, dass du schwebst, dass du fliegst. Und du erkennst unter dir eine wunderschöne, weiche, weiße Wolkendecke. Schwebst über dieser Wolkendecke wie ein großer Vogel, ein Adler oder ein Kondor oder was für dich stimmig ist, und du bewegst ganz sanft deine riesengroßen schwingenden Flügel. Und gleitest über dieses unendliche Weiß im Blau des Himmels. Die Wolkendecke unter dir wirkt wie sanfte, weiche Watte, und du fühlst dich geborgen, sicher, eingebettet. Und gleitest in deiner Gelassenheit und deiner Ruhe über dieses Wolkenmeer. Ganz allmählich sinkst du tiefer und gleitest durch die Wolken hindurch. Und du erkennst unter dir eine unendliche Fülle an Grüntönen. Du siehst, dass du über den Wipfeln von einem gigantischen Regenwald fliegst. Soweit du schauen kannst, sind unter dir nur grüne Bäume und Dschungellandschaften. Nebelfelder ziehen langsam über dem Urwald auf. Und du gleitest über diesen Nebelwäldern. Du hörst die schönen Geräusche des Dschungels. Erkennst immer wieder Lichtungen, in denen du gigantische Wasserfälle und kleine Bergseen erblicken kannst. Ab und zu reißende Flüsse oder sanft verlaufende Bäche. Du siehst wilde, tanzende Affen in den Wipfeln. Neben dir fliegen paradiesische Vögel, Aras, Papageien. Auch die kleinsten Bewohner, Schmetterlinge, leuchtende Insekten. Und du lässt all deine Dankbarkeit in die Bewohner und in die Schönheit dieses Urwaldes, dieses Dschungels fließen. Zu den großen Elefantenherden, zu den Geparden, zu den Pumas. Zu den kleinen Bewohnern, die diesen Kreislauf ebenso am Leben halten. Zu den allerkleinsten der Tiere. Und du fliegst weiter und genießt den Flug über das unendliche Grün. Sagst Danke für all diese Baumriesen, die unser Ökosystem so wundervoll in Balance halten. Ganz allmählich fliegst du wieder höher und steigst über die Wolkendecke. Spürst in all deiner Dankbarkeit und Liebe für diesen Urwald wieder, dass du die Geborgenheit der Wolken um dich herum spürst. Und gleitest. Und sinkst wieder tiefer, bis du unter dir das unendliche Blau der Meere entdeckst. Tiefes Blau. In abwechselnden Türkis und hunderten Blautönen. Du siehst fliegende Fische, fröhlich springende und tanzende Delfine. Du siehst eine gigantische Flosse eines Wales und du tauchst allmählich in dieses unendliche Blau ein und bist in der tonlosen Welt unserer Meere. Und sendest all deine Dankbarkeit für dieses gigantische Universum an Farben, an Freude, an Vielfalt. Du siehst die bunten, leuchtenden Fische,
gesunde und strahlende Korallenriffe, die Millionen von Wesen beherbergen und bewahren. Dir begegnen wunderschöne Haie, schwebende Mantarochen. Eine grenzenlose Vielfalt an Tieren, an Wesen, an Schwingung. Und du lässt all deine Dankbarkeit in dieses Universum, in diese Welt, in das tiefe Blau mit all seinen Bewohnern fließen. Ganz allmählich tauchst du wieder auf und siehst große, gigantische Küsten. Du fliegst über die Grenze zwischen Wasser und Erde und unter dir erstrecken sich gigantische grüne Auen, Wiesen in üppigem Grün mit ganzen Herden von Wildpferden, die unter dir laufen, mit dir galoppieren. Du überfliegst Wälder. Und nimmst wunderschöne Rudel an Wölfen wahr, du siehst Hunde, du siehst kleine Eichhörnchen und ganze Vogelschwärme, die mit dir fliegen. Die kleinsten Insekten, die den Wald ebenso am Leben halten. Nimmst Rehe, Hirsche und kleine Hasen wahr und du fliegst weiter. Und erkennst plötzlich Bilder von großen Canyons. Du fliegst durch große, gigantische Steinschluchten. Und neben dir siehst du Wanderfalken, Kondore. In den Tiefen dieses wunderschönen Canyons, der in Beige- und Orangetönen gefärbt ist, siehst du Elche, Berglöwen und Bisons. Und irgendwann verwandelt sich dieser wunderschöne Canyon in eine Wüste. Wunderschönen Braun, Beige und Orangetönen. In tiefem Rot gefärbt fliegst du in die untergehende Sonne und du spürst die Dankbarkeit für all die Wesen, die diese gigantische Wüste beherbergt. Kleine Säugetiere wie Springmäuse, Wüstenfüchse, bis zu den großen Wildkamelen, die andächtig und behutsam über die Dünen wandern. Und du lässt all deine Dankbarkeit in diese Schönheit fließen. Fliegst über deine beheimatete Natur und spürst die große Dankbarkeit für all die Tiere in deiner Umgebung, für die wunderschönen Hunde, die Katzen, die Igel, Schmetterlinge. Die sanftmütigen, wunderschönen Kühe, die süßen Schweinchen. Für all das Schöne, zu Beschützende und Bewahrenswerte an diesem Planeten, für all die Schönheit. Du flüsterst während deines Fluges ganz leise dein Mantra. Wieder steigst du nach oben und lässt noch einmal all die Bilder in die Revue passieren, all die wunderschönen Dschungellandschaften, die Meere, die Canyons, die Wüsten, die Wälder. Die Steppen Afrikas und die grünen Wiesen.
die Felsenküsten und Korallenriffe. Und du lässt all deine Dankbarkeit ins Zentrum dieser Schönheit fließen. Als ob du direkt mit dem Herzschlag von Mutter Erde verbunden bist. Und jetzt strömt aus deinem Herz ein goldenes Licht mit einem wunderschönen goldenen Strahl direkt zum Herz von Mutter Erde. Und du sagst Danke für all die Schönheit, all die Wesen, die Natur und die Wunder, die mich umgeben. Und du spürst, wie etwas zurückkommt. Erst ganz sanft, eine kaum wahrnehmbare Energie und dann immer stärker. Durchflutet dich die Liebe von Mutter Erde, die immer wieder zu dir zurückkommt. Jede Form von Frequenz, die du aussendest, kommt zu dir zurück. Sende deine Dankbarkeit für die Schönheit des Planeten in alle Erdteile. Und alle Erdteile werden dir antworten. Und ganz allmählich bewegst du deine Fingerspitzen und darfst langsam mit deinen Schultern kreisen und dich strecken und dehnen und kommst immer besser spürbar sanft bei dir an. Du bist wach und vital. Du bist klar und spürst die Freude in deinem Bauch, das sanfte Vibrieren in deinen Zellen und die Kraft der Dankbarkeit. Und im für dich richtigen Moment öffnest du die Augen und bist völlig präsent im Hier und im Jetzt. So hoffe ich und wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass deine Frequenz sich verändert hat. Dass du jetzt ein klein wenig höher schwingst als zu Beginn der Folge und mit den Gedanken und Impulsen, die ich dir mitgegeben habe, jetzt auch die Möglichkeit siehst, deinen Alltag zu verändern und jeden Tag ein klein wenig in die andere Richtung zu gehen und jeden Tag ein klein wenig für das zu tun, was dir gut tut. Einen kleinen Schritt in die Richtung zu gehen, die dich weiter nach oben bringt, die dich erheben lässt und die Welt verändert. Und dafür brauchen wir dich. Also lass uns die Welt gemeinsam verändern. Wenn du das Ganze täglich vertiefen möchtest, dann besuch mich gerne in meinem Shop und hol dir das neue Dankbarkeitsbuch. Es wird in wenigen Tagen geliefert und dann versendet. Es ist das Tagebuch für Dankbarkeit und Selbstbewusstsein. Wenn dir das, was ich mache, gefällt, dann lass uns gerne ein Abo da auf YouTube, wenn du es dort hörst. Und wenn du es auf Spotify hörst, dort gibt es jetzt eine neue Bewertungsmethode. Du kannst mir folgen auf Spotify und du kannst deine Bewertung abgeben. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit der Podcast sich weiter verbreitet und weiter viele, viele Menschen berührt und Leben verändern darf. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Es kann gut sein, dass ich auf meiner Reise nicht dazu komme, eine neue Folge aufzunehmen. Das bedeutet, vielleicht setzt der Podcast dann nochmal eine Folge aus und ich kann erst nach Mexiko wieder für dich am Start sein. Vielleicht gelingt es mir aber auch, eine kleine Überraschungsfolge aufzunehmen. Lass dich überraschen und halte den Podcast im Auge. Komm gerne auf der Homepage vorbei und schau, was dir gefällt. Wenn dich etwas berührt, dann tu dir etwas Gutes.
Und lass uns gemeinsam weiterhin der Liebe folgen und das Leben in Dankbarkeit und in Freude wahrnehmen und annehmen. Es ist immer die Entscheidung, auf was wir den Fokus richten und wie wir verändern. Und wir können in Liebe und Dankbarkeit am besten verändern. Und das heißt nicht, dass wir wegschauen oder Schlechtes ignorieren. Das heißt, dass wir Schlechtes annehmen, integrieren, transformieren und durch Liebe verändern. Und dafür danke ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn wir uns sehen und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit in Erfüllung, in Dankbarkeit und Freude. Also liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Dein Gefährte Seom.